Hallöche Freunde, herzlich willkommen zurück bei MudRunner PlayStation 4. Und ja, letzte Folge, da hatten wir, ja, wir hatten den Tanklaster von oben runtergeholt, dass wir nicht jedes Mal mit den Fahrzeugen von oben nach unten fahren sollen. Ich habe den jetzt hier vorne an der Kreuzung abgestellt, denn unsere Aufgabe wird sein, dass wir die Holzstation da hinten einmal ausbauen, also, na gut, leer bauen oder abholen, das ganze Gelumpe, und hier unten zum Sägewerk runterbringen. Es sind eigentlich in der Theorie 3 Fahrten, wir müssen also, wenn wir mit 2 Fahrzeugen hinkommen, die erste Furie hier unten abliefern können, dann haben wir zumindest schon mal ein Drittel geschafft. Das heißt, ich muss mit dem stärksten Fahrzeug von beiden nur noch einmal fahren, ne? Klingt jetzt alles ein bisschen komisch, für die, die es nicht verstanden hat. Ihr werdet es, glaube ich, im Spiel sehen. Ich weiß aber nicht, ob ich das heute komplett alles schaffe. Ich habe jetzt die Fahrzeuge ein kleines bisschen vorbereitet. Ich habe sie repariert, ich habe sie betankt. Und ja, er da hinten hängt noch ein bisschen im Nirgendwo. Warte. Ich muss erstmal ganz kurz einlenken. Wir haben Nacht. Also nicht wundern. Euer Bildschirm ist richtig eingestellt. Es ist bloß richtig stockenduster hier. Und ihn da vorne muss ich erstmal nochmal rausziehen. Ich hatte vorhin noch eine kleine Testfahrt gemacht, weil ich mir die Strecke anschauen wollte. Und habe die Kiste da hinten richtig schön festgefahren. So, ich nehme mal mit. Komm mal ran hier. So, und auf geht's. Ja, ist jetzt ein bisschen doof, dass wir jetzt mitten in der Nacht haben. Alter. Ich habe an ihn da hinten noch einen Anhänger extra rangebracht. Da müssen wir vielleicht noch was extra aufladen können, dass wir es sozusagen in einem Rutsch schaffen könnten. Aber da müsst ihr mir ein kleines bisschen helfen. Ich habe keine Ahnung, wie man den Anhänger hinten belädt. Ich habe jetzt schon sämtliches probiert. Ich stand da, du musst das Fahrzeug daneben fahren. Also, um den zu beladen, habe ich gemacht. Aber irgendwie, ich glaube, man braucht da noch ein Fahrzeug, um den zu beladen. Glaube ich mal so. Keine Ahnung. Könnt ihr mir mal in die Kommentare bitte schreiben. Zeige ich euch nachher gleich, was ich das meine. So, warum habe ich denn eigentlich schon wieder Schaden? Ich habe doch eben vorhin reparieren lassen. Oder sind mir die Fahrzeuge kaputt? So, er hängt hinten dran. Du bist dran mit Anhänger. Das wird sowieso nicht funktionieren. Den habe ich wieder komplett umsonst mitgenommen und schlepp den jetzt einmal komplett durch die Pampa. Stimmt, ich muss mir den Weg nochmal... Ich bin irgendwo gegengefahren. Oder auch nicht. Der Hinterste, ne? Er macht wieder Probleme. Einmal mal testen. So. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich mit dem Anhänger da richtig schön festfährt. Weil ich weiß nicht, ob der da durchkommt. Mit Anhänger, meine ich. Wenn ich muss das Ding abkoppeln, dann ist halt so, ne? Komm. Was ist denn jetzt, bitte? Warte, der Markt ist jetzt einfach. Ich schieb jetzt. Scheiße. Ja. Keine Ahnung. Ich fahre mich jetzt in letzter Zeit ziemlich oft fest. Gerade wenn ich in den Pfützen drin hänge. Da komme ich hier so gut wie gar nicht durch. Machen wir mal wieder lösen. Dann versuche ich mal den hintersten mal da raus zu trecken. Der hängt nämlich ganz schön tief da im Wasser drin. Komm. Zieh. Übrigens, es kam das Update 1.0.3 raus. Falls ihr das wissen wollt, es war nur Performance-Verbesserung. Jetzt habe ich... Ich glaube, ich habe es geschafft, Freunde. Ich glaube, ich habe ihn jetzt richtig festgefahren. Muss mal ganz kurz... Ich ziehe mal ein Stück noch raus. Ich muss jetzt erstmal mit beide mit der Winde irgendwie durchkriegen. Fahr den mal ein Stück rüber. Oh Gott. Truck wechseln. Oh Gott, ich muss ein ganz kleines Stück zurück. Truck wechseln. Oder noch nicht, dann muss ich es hier machen. Ah, das Fahrzeug hier hinten, ehrlich gesagt, es macht mich wahnsinnig. Die Kiste mag sie moderner sein. Es ist Schnodder, Freundin. Also, wenn ihr in irgendeiner Mission oder so seid mit der Kiste... Könnte knicken. Also zumindest hier auf der Map, die Aufgabe, die man hier hat, das ist total... So, wo ist denn jetzt der andere? Ich sehe jetzt gar nichts. Gut. Dann machen wir mal ganz kurz nochmal Truckwechsel. Ich will mit den vorderen durchfahren, weil ich da vielleicht meistens noch die Chance habe, den anderen mitzubekommen. Muss bloß schauen. Mach mal Licht an. Sonst seht ihr wieder nichts. So, komm. Jetzt kriege ich ihn durch. Ich muss bloß gucken. Kleine Baumstämme, Äste und sowas alles machen dem Hinteren echt zu schaffen. Selbst kleinere Steine
Das haben wir ja die letzten Folgen mal mitgekriegt. Wenn ich da irgendwo drüber fahre, der kriegt sofort eine Menge Schaden rein. Das werden wir jetzt gleich bestimmt auch wiedersehen. Aber ich rutsche weg. Dieser scheiß Sand hier vorne. Das ist wie jetzt wie in so einem Horrorfilm. So, zweiter Gang. Jetzt hier vorne kommen wieder die Steine. Da wird der andere, da wird der wieder richtig auf Mucken hinten. Ich könnte jetzt... muss über das Wasser rüber. Ich muss darüber. Ich hoffe, er schafft das an der Strömung. So, einmal durch mit Schwung. Ich hoffe, er schafft es auch. Ja, hat es geschafft. Oh, ich dachte, er säuft mir ab. Gut, da haben wir jetzt schon mal... was machst du denn da hinten? Achso. Da haben wir jetzt schon mal ein kleines Stück geschafft. Hier war eigentlich die Mittelstation, wo wir die anderen Fahrzeuge abgeholt haben. Ich weiß noch nicht, machen wir mal Allrad rein, ob das jetzt alle waren. Ich glaube, es fehlen noch genau zwei Fahrzeuge auf diese Map, ne, wie wir noch nicht freigeschaltet haben. Aber was ist denn los? Komm, gib Gas. Kommt ja heute nicht durch. Bei Nacht ist das echt schlimm, wenn du so hier... Ich weiß nicht, ob das ins Spiel eingebaut ist. Aber bei Nacht kommst du echt gar nicht durch. Ob das jetzt wirklich daran liegt, an der Feuchtigkeit oder so? Keine Ahnung. Pass auf, jetzt zeige ich euch, was ich meine. Es kann natürlich sein, dass man dazu noch ein extra Fahrzeug braucht. Ich fahre jetzt mal hier einen kleinen Bogen rein. Damit der andere auch raufkommen kann. So. Einmal den Bogen bitte. Da kann ich ihn jetzt eigentlich schon mal beladen. Du bist auch drauf? Genau. Fracht einmal raufbringen. 3 Punkte. Hallo? Ah, gut. Holz ist drauf. Wir gehen jetzt mal auf den zweiten. Genau. Den können wir jetzt natürlich... Hallo? Den können wir jetzt natürlich auch ganz normal beladen. Aber hier beim Holzanhänger. Da steht... Also, immer erstmal hier Holz drauf. Pass auf. Zack. Da gehen wir hinten auf den Anhänger. Und hier kannst du kein Holz drauf beladen. Warum? Doch jetzt. Krass. Das hat vorher echt nicht funktioniert. Ich schäme mich gerade. Ich schäme mich, Freunde. So. Du hast kurioserweise noch keinen Schaden. Wir machen mal Truckwechsel. Der da vorne hat auf einmal Schaden. Ich war bestimmt irgendwo gegengefahren. So, jetzt müssen wir aber mal schauen, wie kommen wir jetzt wieder zurück. Ich will nicht wieder den Bogen fahren. Ich setze mich... Hier kommen wir ja nicht durch die Blockstelle. Das heißt, wir müssen extra hier hinten langfahren. Hier kann ich nicht langfahren. Das habe ich mir angeguckt. Das ist für den Arsch. Ich muss wirklich... Gott. Setzen wir uns mal einen Wegpunkt. Du kommst mal mit mir. Und jetzt wird es natürlich... Jetzt wird es richtig eklig, Freunde. Kann ich hier durch? Schaffe ich den Bogen? Nee, den schaffe ich natürlich nicht. Fahr mal zurück hier. Genau. Machen wir ein bisschen Licht. So, dann gucken wir mal. Ja, er kriegt den Bogen natürlich hin. Wir kamen von... Nicht, dass ich hier wieder falsch fahre. Wir können jetzt... Genau. Die rechte Seite hier hochfahren. Denke ich mir doch mal so, ne? Ne, da würden wir ja irgendwo zwischenfahren. Ich fahre jetzt... Ich fahre immer den Weg, den wir vorher hatten. Sonst fahre ich wieder falsch. Wir waren vor dem Haus vorbeigefahren. Was ist denn los? Der hat ja gar keine Zugkraft mehr. Liegt das echt daran, dass ich den hinten dran habe oder dass es Nacht ist? Ne, jetzt würden wir falsch fahren. Ha! Dachte ich doch. Aber da hinten geht schon mal die Sonne auf. Ich hoffe, dass es ein trockenerer Tag wird, als das, was wir jetzt hier haben. Aber jetzt haben wir zumindest einmal die komplette Ladung mit dem Anhänger. Wird echt spannend, glaubt mir. Also jetzt spannend in dem Sinne, was man mit einem Fahrzeug machen kann. Oh, Mann. Ich hoffe, dass das Wasserbecken wird richtig eklig. Das Wasserbecken wird richtig eklig mit dem Anhänger. Aber durch die Seilwinde kommen wir ja immer noch durch. Ich bin ganz froh, dass ich jetzt noch nicht das Simulation spiele. Das mache ich später mal. Und das wurde wirklich
ja, wo du die Diff-Sperre nicht reinmachen kannst, wenn du zum Beispiel manuelle Schaltung hast und sowas alles. Das ist ja richtig krass. Aber du kannst es ja, wie gesagt, richtig auf Simulation machen. Würde ich nicht hinkriegen, weil ich dazu, ja, wie soll man es sagen, nicht zu faul bin, sondern weil ich dazu viel gleichzeitig machen muss. Und das drückt bei mir immer so ein kleines bisschen Spielspaß, aber sich hier so durch den Dreck zu wühlen, das finde ich schon geil. So, wir fahren wieder darüber. Ich hoffe jetzt echt, dass ich den da durchkriege. Das Licht könnte ich langsam ausmachen, ne? Komm, 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 komm. Zieh. Jetzt bin ich beim Hinteren gespannt. Ah, den kriege ich da durch. Locker. Ich drücke mal Dreieck, damit er hinten ein bisschen Bums gibt. Ja, ich muss vorne ziehen. Und hinten, der muss extra noch Gas geben. Deswegen bin ich hier so langsam unterwegs. Man sieht ja, wie der matschig unten beiseite drückt. Und ich kann mich hier 10, 20 Mal festgraben und ich lerne nie draus. Das ist ganz schön nah dran, der hat wieder Schaden bekommen, sehe ich. Wir haben es gleich geschafft. Da kommt nur noch die Stelle da vorne, die ganz tiefe, wo ich es nie durchschaffe. Also nie ohne die Winde nochmal extra anzubringen. Komm, wühl dich. Es klärt langsam auf. Also das Wetter hier immer so scheiße ist, ne? Sieht gut aus. Sieht richtig gut aus. Vorne müssen wir das sowieso noch einmal betanken. Wir fahren durch die Werkstatt einmal durch. Weil, er hat ein bisschen Schaden bekommen. Dass wir das zumindest irgendwie repariert kriegen. Ich weiß nicht, ob ich da noch ein paar Punkte für habe zur Reparatur. Weil ich die hintere Kiste einmal, die war ja fast komplett Schrott in der letzten Folge. Das Ding habe ich ja komplett zersemmelt. Und jetzt ist spannend. Werd ich da durchkommen? Schreibt es in die Kommentare. Das bringt nichts. So. Es gibt auch manche YouTuber, die machen das, ne? Obwohl du es im Video noch siehst, schreibt es in die Kommentare. Ich grab mich ja hier schon ein. Ich bin fest. Lösen. Ey, komm ich da vorne jetzt. Ich hab da vorne kein Halt, ne? Ich versuche mal ein bisschen mit drücken. Komplett fest. Du, da. Kannst du mal ein Stück zurückfahren? Schaffst du das? Er hängt auch fest. Wenn ich jetzt weiter drehe. So, mit Winde geht alles, Freunde. Mit Winde geht alles. Darf bloß nicht zu lang machen. Truck wechseln. Geh mal auf dich da vorne. Jetzt muss ich den hier erstmal wieder ein Stück rauskriegen, dass ich wieder reinfahren kann. Alter, wie der buddelt. So. Muss ich nochmal lösen. Ich muss noch ein kleines Stück weiter hinter. Weil ich da mit Schwung rein muss. Aber ich krieg den anderen dann nicht gezogen. So alleine komme ich durch. Also sobald ich den anderen hinten dran habe. Ich lenke mal ein Stück ein. Ich muss doch nur an einen Baum rankommen. Oder irgendwas. Ach komm! Ich versuche mal ein Stück rüber zu kommen, dass ich zumindest aus dem Dreck hier vorne rauskomme. So, jetzt bitte lösen. Kannst du total knicken, ja? Ich versuch's mal mit dem anderen. Ich versuch's mal mit ihm da, dass ich vielleicht ein Stück weiterkomme. Aber er hängt ja jetzt schon fest. Ich habe die Handbremse drin. Ihr hättet es auch in die Kommentare schreiben können, ne? Dass der Trottel hier die Handbremse drin hat. So, du bist durch. Nein, 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 nein.
Der fast nicht klappt jetzt. Hätte ich den fast auf die Seite gestellt. Ich stelle mal ganz kurz den Wagen vorne ab. Und dann versuche ich ihn da... Scheiße, den habe ich jetzt richtig da reingedrückt. Warte mal, wir machen das mal so. Wie mag ich das jetzt am besten? Wir lösen mal ganz kurz den Anhänger. Muss den jetzt da irgendwie rauskriegen, Freunde. Ah, mein Reifenstand war noch falsch. Ah, einlenken. Ich muss die Kiste irgendwie gerade kriegen. Sonst fällt das ganze Holz da hinten runter. So, jetzt erstmal den 255er zurück. Warte. So. Gerade gezogen, lösen. Und jetzt muss ich ihn da vorne ankoppeln. Wenn wir in den Wagen hier reinfahren. Oh, ich hab'n. Da hätte er echt voll Möhre in die Hose gehen können. Komm mal ran hier. Komm mal ein Stück näher. So, ja. Noch ein kleines Stück vor. Da hätte er es echt voll in die Hose gehen können. Jetzt machen wir mal den. Wir mal hier den Anhänger ranmachen. Ich weiß, er sagt ja, oh, der andere ist doch viel besser. Ja, das lag aber nur daran, weil er vorne gezogen hat. So. Da. Ein Stück nach hinten. Entfernung verringern, das Ding ist schon da drunter. Ich bin schon drauf gefahren. So, warte mal. Mach nochmal ein ganz kleines Stück nach vorne. Gott, ist dran. So, Maschine. Mal kurz die Kamera drehen. So. Dann möchte ich mal hinten wieder ran. Jetzt müssen wir nochmal ganz kurz durch die Werkstatt fahren. Und dann können wir erst nach hinten weiterkommen. Ich tanke jetzt noch einmal auf. Sonst stehen wir nachher wieder dumm da. Das heißt, einmal rumfahren. Bleib ich mal mittig stehen, dass wir alle bei mir tanken können. War eigentlich gar nicht so dumm, dass ich den hier gestellt habe, oder? So, nicht hinten drauf fahren, bitte. Truck wechseln. Einmal bitte auf den großen. Und du. Geh mal bitte auf, Tankstelle. Voll. Tankstelle, da hinten. Er muss noch ein Stück ran. Ist das schon wieder ein Spaß hier? So. Wo ist er? Verbunden? Ich sehe das da nicht. Er fährt hinten drauf. Alter, was bist denn du für ein Vollhorst? Ja, komm jetzt, schieb aber auch. Nicht den Tanker wegschieben! Mann, da hinten ist ein anderer Fahrer drin. Der kann doch nicht einfach volle Möhre auf das Ding drauf donnern. Hier ist was los, ey. Da sagst du mal die KI, ne? Die KI, die ist total plemplem manchmal. So, fortgeschritten, Tankstelle. Ich kann den da hinten immer noch nicht betanken. Richtig? Du bist voll. Da muss ich Truck wechseln. Musst du extra daneben fahren. Ich vergesse das immer wieder mit der Sperre. So, nicht gegen den Baum fahren. Danke. Wieder Truck wechseln. Das wäre natürlich leichter, wenn du dich hier zu zweit oder zu dritt spielst, ne? So. Tankstelle. Betanken. Wunderbar. Truck wechseln. Wir gehen mal auf den vorderen wieder. Und ich mache die Winde gleich hinten wieder ran. Und weiter geht der Spaß. So, jetzt einmal bitte reparieren. Bitte fahr halt nirgendwo gegen. Kommt er mit? Kommt mit. So, reparier mal bitte.
Sägewerk, Truck and Barn. Ach, ich bin beim Sägewerk, bin ich bescheuert? Soweit ist es schon. Soweit ist es. So, wir müssen jetzt eh... Komm, ran hier! Ich mach die ganze Kiste hier in Eimer. Wir machen mal... Hier müssen wir runter. Gut, dann haben wir zumindest mal den Punkt gefunden, von dem wir aus beliefern können. Schaffst du's? Ja. Ich klotz mal Allrad rein. Jetzt kommen natürlich wieder die tiefen Pfützen, wo ich mich wieder schön reinfahren kann. Ich halte mich jetzt hier vorne am Rand. Guck mir hier den kleinen Baum, den darf ich nicht mitnehmen. Oder komm, ich fahre da zwischendurch. Ich fahre da jetzt einfach durch. Ich hoffe, das kriegt er mit dem Anhänger hin. Ich hoffe es. Also ich meine, ich habe mir von da geholt, also muss es ja auch klappen. Schaffst du das? Boah, er budelt, aber guck. Ich mache hier aus den kleinsten Ecken nur noch eine Schlammlawine. Nicht gegen den Baum fahren. Ich werde damit sehr verbunden. So. Schön wäre es, wenn ich den Großen da mitnehmen könnte. Aber du kannst keine drei Fahrzeuge mit einmal koppeln. Echt so schwer beladen hier. Hört sich wieder fest. Ich versuche es mal ohne den anderen zu ziehen. Es geht vielleicht ein kleines bisschen besser. So. Stellen wir den schon mal richtig in Position. Erstmal ganz kurz reparieren. Sonst wird das hier nichts. So. Repariert. Ich habe da vorhin Treibstoff reingemacht, ne? Ach, die Reparatur frisst auch noch Treibstoff. Ja, leck mich doch fett. So. Den Inhalt müssen wir auch noch rausziehen. Wo ist er? Da. So, ich hoffe... Ich hoffe, du schaffst das. Er kommt hier mal so gar nicht durch. Komm! Habt ihr gesehen, wie ich den Baum im Bit genommen habe? Boing! Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Ha! Nicht dein Ernst! Was haben wir denn noch so? Ob der Kleine das schafft? Ich probiere das jetzt einfach mal. Wenn der Kleine das schafft, den Großen da rauszuziehen, ne, dann feiere ich. So, geh mal Gas hier. Zeig mir mal, was du kannst. So. Alter, der hat sich ja richtig reingebuddelt da vorne. Gut, ich probiere es jetzt einfach. Fahr da jetzt mal ein Stück ran. Schaffst du das? Bitte nicht umkippen. Ne, ich kann da... Jetzt habe ich den auch noch festgefahren, oder? Hey, wenn ich den jetzt... Warte, wenn ich den jetzt auch noch festgefahren habe... Ne, der schafft das. Das ist ein Buddler, Freunde. Der Kleine hier ist ein Buddler. Ich muss den bloß mal irgendwie gerade kriegen da vorne. Ich fahre den mal hier vorne rüber. Und dann versuche ich es nochmal. Ich habe ja noch einen großen da vorne. Ich mache hier übelst die Eierei draus. So, dich. Und die Handbremse raus. Ey, das ist ja aber auch nur Schlamm ist, ne? Ich meine, wer baut denn hier bitte sowas hin? So, dich muss ich jetzt schräg da vorne rausziehen. Ey, ich hoffe nicht, wenn der umkippt, ist die ganze Ladung weg, ne? Das müsst ihr jetzt immer ein kleines bisschen vor Augen halten. Okay. Lass Miranda. Komm, komm! Jetzt buddel ich doch mal durch, ey. Wir sind doch hier kurz vorm Ziel. Kann doch nicht dein Ernst sein. So, jetzt kann ich mir vorne packen.
Und jetzt komm. Ja, komm. Das gibst du hinten und bist selber Gas, hängt schon wieder fest. Es ist ein Spaß mit der Kiste. So, jetzt müsste ich dich haben. Am liebsten würde ich ja mit dem Tanker Holz beladen, aber das geht nicht. So, jetzt haben wir das schon mal bis hier geschafft, ne? Wir müssen aber trotzdem eine Folgenpause machen, sonst wird das hier zu lange. Und in der nächsten Folge versuchen wir dann die Ware mal wegzubringen und glaubt mir, das wird noch schlimmer. Wenn du hier lang musst, ich sehe hier schon die großen Pfützen, ich muss ja wirklich hier den Bogen nehmen, hier komme ich nicht lang. Das habe ich schon gesehen, das ist so tief in allen Stellen und dann müsste ich hier noch über das Grasgeländer, das wird überhaupt nicht klappen. Ich muss eigentlich so hier runter, hier über den kleinen Fluss drüber, hier hoch und hier sehe ich noch gar nichts und das Sägewerk muss ich beliefern. Na gut, Freunde, ich meine es wie Erfolg, Päuschen. Ich danke dir vielmals fürs Reinschauen und wenn es dir gefallen hat, lass mal einen Daumen nach oben da, würde mich tierisch freuen und ja, mach's gut, habt einen schönen Tag. Ciao.